Okay, aber bevor wir reisen, würde ich gerne mal die Lagerkiste organisieren. Dass wir wirklich mal ein bisschen Zeug weg tun. Ich weiß nicht, diese kleinen Sachen, die kann man ja eh immer mitnehmen. Ne? Es ist ja nicht so schlimm, die überhaupt dabei zu haben. Aber zum Beispiel ein paar Sachen würde ich gerne. Ja, gut, die Sachen hier. Ist eigentlich egal, die mitzunehmen, kann man ja machen. Hier ein paar Waffen zum Beispiel. Oh, ich kann jetzt die ja auch richtig tragen. Ich kann jetzt auch alle Waffen richtig groß tragen, bis auf die. Und die zwei sind ja auch ganz nicht schlecht. Ah, man, es ist echt schwierig, sich für eine gute Waffe zu entscheiden. Allerdings die Keule. Man könnte die auch einfach. Ach, ich weiß auch nicht. Man könnte die auch einfach verkaufen oder einfach dabei mit oder einfach mit rumschleppen. Oder einfach mit rumschleppen. Haben wir eigentlich was Besseres bekommen schon? Wir haben momentan die hier. 7,9, Blutung, bla bla bla. Die hat auch 7,9. Oh, hat aber weniger Dings, okay. Das andere sind alles keine Ritterrüstungen. Das ist ein bisschen schade. Und das mit dem Ring verstehe ich auch noch nicht. Verringerte Belastung erhöht körperliche Angriffe. Habe ich aber nichts davon. Oh, ich bin komplett rausgegangen. Habe ich noch nichts von mitbekommen. Habe ich noch nichts von mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Dann lass uns mal da oben hochgehen. Und dann, wenn wir die eine Stelle gemacht haben, die ich hier diese Treppen hoch, da wo die Hunde und diese komischen Rumspucker sind, danach gehen wir zu diesem Bossraum. Ich glaube, da ist noch ein großer, fetter Boss. Das Witzige ist, wir können ihn einfach da stehen lassen. Anscheinend kann man einfach weiterlaufen und ihn einfach da. Was soll's? Dann verrecke da. Kann versuchen wir mal mit dem Ding hier was zu machen. Mit dem was zu reißen. Da bin ich mal gespannt. Hallo, große Ratte. Oh, das reicht aber nicht. Ratte ist nicht tot. Oh Gott. Oh Gott. Es macht halt noch nicht so viel Schaden. Man müsste. Ich glaube wirklich, das sind diese Untoten, die man da. Also nicht unbedingt die Untoten. Oh Gott, der braucht zwei. Vielleicht so hier. Macht er 100 Schaden, wow. Sondern diese Anfangsgegner. Die Typen, die da immer so rumbeten. Die armen Schweine so, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Leben. Ja, die lebt immer noch. Das ist natürlich dann ein bisschen traurig, weil wenn du jetzt, du nimmst eine andere Waffe, weil die vielleicht witzig ist oder weil die vielleicht funktioniert. Aber und dann macht die aber weniger Schaden als seine reguläre Waffe. Aber vielleicht kann sie ja wirklich gegen Schilde was machen. Ja, wie unfair ist denn das? Das ist ja irgendwie schon da oben, das Vieh. Ah, hast du verdient. Blödes Vieh. Okay. Wenn ich mal wieder jemanden mit Schilde habe. Wenn ich mal jemanden wieder mit Schilde habe, dann kann ich das mal testen. So, kann ich an den einfach vorbeischleichen? So, die Viecher hatten das, glaube ich, gedroppt hier. Also, aber die gekämpft hatten, da habe ich aber mal eine kleine Titanitscherbe bekommen. Das wäre schon nicht schlecht, da mal ein paar Titanitscherben zu bekommen. So. Ah, hätte zum Beispiel ein Schild. Verwendet es aber nicht, also von daher. Hallo. Hallo. Was? Ey, gerade eben hat das total. Ey, das gibt's doch nicht. Was zur Hölle? Gerade eben konnte er es nicht verwenden. Ah. Das ist doch nicht dein Ernst! Gerade eben haut er auf den Boden, boom, und nichts passiert. Ne? Also der haut auf den Boden und braucht dann ganz lange, um den wieder hochzuheben. Und jetzt, da dachte ich mir, okay, er haut auf den Boden, jetzt kann ich ihn angreifen. Aber immer haut er sofort nochmal auf den Boden. Kacke. Miese Kacke. Wenn die Ratten wenigstens die Chance geben würden, dass die Dinger das zu droppen. Oh Mann, ey. Aber ich glaube, da muss ich mal so ein kleines Farm-Dings machen. Oh Mann. Eine Farm-Session. Wo wir einfach mal diese normalen Viecher abschlachten. Vielleicht können wir auch mal
irgendwann mal diese Kirche nochmal verwenden, versuchen. Weil mittlerweile machen wir ja viel mehr Schaden. Wir machen ja viel mehr Schaden mittlerweile. Und dass ich es vielleicht sogar lohnen könnte. Hallo, komm hier. Ja, so. Okay. Ich will jetzt meine Seelen wieder haben. Und diesmal haue ich den um da oben. Na komm. La 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 la. Ja gut, dann komm her. Komm her. Hä? Den hat er gestochen, ne? Diese großen Viecher da oben. Die mit dem Schild, ne? Die versuche ich immer zu stechen. Also zu backsteppen. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ah, hier ist auch noch einer. Ich habe ja doch mal eine Titanitscherbe dabei. Man weiß es nicht. So, ich gebe dir jetzt, glaube ich, mal den Grund, das Ding auf mich zu werfen. Ja, wirf einfach das Ding auf mich. Komm, werf. Och, das gibt's doch. Oh, oh. Meine Fresse, ey. Wieso wirft denn der das nicht? Da, die leckeren Speisen, die da drinnen waren. Ah, die gar köstlichen Speisen. Ja, weil das kann nicht sein, dass der so schwer, weißt du, der wirkt auf einmal sau schwer. So. Gibt's dafür eigentlich Seelen? Bin mir nicht sicher. Ich habe 3000, aber keine Ahnung, ob das von denen kommt. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich denn da hoch? Wollen wir mal um die Ecke rennen. Schön vor. So. Ich glaube, da gibt es keinen Weg nach da drinnen, oder? Da gibt es ja keinen Eingang. Und hier rechts ist auch nichts. Die hocken einfach da oben und sind geschützt von mir. Das ist so unfair. Ich könnte sie höchstens runterschießen, aber kann ich wohl vergessen. Weiß nicht, wie weit die werfen können. Okay, das ist da wohl maximal. Oh. Ne. Aber wenn die da oben... Hä? Moment. Aha. Was ist denn da? Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Ich kann einfach runterspringen. Aber es wirkt zu weit. Egal, ich mach's mal. Oh, oh. Ah, eine Titanitscherbe. Juhu. Ja, man freut sich immer noch über diese normalen Scherben. Weil die größeren dann auch langsam... Könnte man hier lang? Nee. So, musste da anscheinend runterjumpen. Weil anders kommt man ja anscheinend nicht rein. Da ist ein Leuchtfeuer. Wie geil. Wie geil. Ich will mich da jetzt nicht gleich reinsetzen, aber... Aber dort, sonst ist es ja nicht... Sonst ist es ja nicht... Hm. Ich muss mich ja reinsetzen, sonst wird es ja nicht anerkannt. So. Jetzt ist das Riesenvieh da oben wieder da. Also hier irgendwo. Ah. Hier habe ich einen Weg nach unten übersehen. Okay. Ah, okay. Hä? Da, wo bin ich hier? Hier wäre ich doch normalerweise nie hingekommen. Also man musste da anscheinend runterspringen, weil hier lang geht nicht. Hier wäre ich nie hochgekommen. So, dann kann ich euch ja doch umbringen. Ich freue mich. Das ist ein Text. Wenn ich den aber jetzt lese, dann drehen sie sich wahrscheinlich um. Deswegen gehe ich gleich hier rein. Hallo? Ey, Mann. Ich hab doch mein Schutzschild rausgeholt gehabt. So. Jetzt gehe ich die Nachricht lesen. Ist bestimmt wichtig. Rache. Das ist gut. Aber was muss ich da drücken dafür? Gutheißen? Ja. Ja, nice. Finde ich gut. Gute Nachricht. Gibt es hier noch irgendwas hier oben?
Also muss man sich mal merken, Leute. Überall, wo Gegner sind, da kommt man auch irgendwann hin. Überall, wo Gegner sind, kommt man auch hin. Oh, da ist ein Typ eingesperrt. Ich hole mir erstmal die Seele. Eine Handaxt, wie süß. Die ist bestimmt nicht gut. Handaxt. Eine krude Handaxt kann nicht nur als Waffe, sondern auch als Werkzeug eingesetzt werden. Aha. Sie wird häufig von Pyromanten des großen Sumpfs verwendet. Sie hat geringe Reichweite, aber ein gutes Gewicht und gute Angriffskraft. Sie ist handlich und stärker, als sie wirkt. Kriegsschrei. Ermutigter Brüll, kurzzeitig die Angriffe zu erhöhen. Ah, Moment mal. Wir haben ja noch die hier, die Streitaxt, ne? Rechte Handwaffe 3. Moment mal. Da müssen wir auch gleich nochmal gucken. Mal kurz. Ja, die macht mehr Schaden, aber die hat zum Beispiel noch Attribute mit drauf. Krass. Ah ne, die macht ja noch 103 dunkel. Vielleicht ist das so eine Art blind. Aber Leute, wenn wir uns mal unsere Werte anschauen. Das war jetzt falsch. Könnte man nicht hier die Werte noch irgendwie durchschalten? Hier. Da. Angriffskraft. Ach so, das ist nur... Ah, man sieht da direkt die Angriffskraft für alle Waffen, die man generell besitzt. Und das ist die linke Handwaffe-Dingsbums. Ach, kann man hier auch noch eine Waffe machen? Warte mal. Ich kann jetzt aber nicht Dual-Weapon machen, oder? Man kann Dual-Weapon machen! Was? Und das Ding hat doch Eiszauber drauf. Man kann Dual-Weapon machen? Was zur Hölle? Aber ich kann damit nicht schlagen. Doch. Was ist hier los? Alter, hätte ich das gewusst. Alter, wie geil ist das denn? Ich habe mich gerade gefragt, weil die Faustlinge zum Beispiel, das könnte man ja auch machen. Boah, wie krass geil. 143 und 194 Schaden wären das jetzt hier. Ich muss es mal probieren. Hey, wieso... Ach, bin ich jetzt überladen oder was? Oh, ich bin 106. Jetzt bin ich so zu lang. Okay. Weg damit. Und erstmal weg damit. Wie geil. Wie geil, Mann. Guck dich da. Alter Falter. Aber die Eisklinge könnte richtig geil sein. Vielleicht sollte ich die doch mal verwenden. Und die kann man auch zum Blocken verwenden. Also man blockt damit. Die blockt. Wie viel blockt die denn? 50, naja, ist nicht viel. Aha, unkindled, are we? Ja. Welcome to my abode. Mhm, danke. I am Cornix, an old pyromancer. Mhm. A crow in his cage, as you see now. But here we are. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Okay. Ah, most wise. A chance encounter should not be squandered. Ja. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Wir haben noch ein alter Dual Web. Ich grüße euch. Okay, nice. Kann ich irgendwo runterspringen, damit ich nicht den ganzen Weg latschen muss? Noch anderen? Nee. Oh, stimmt ja. Da war ja noch was. Dual Rating! Komm, greif mich an. Komm, greif mich an. Komm, komm. Au! Das meine ich das nicht. Ich meine das doch nicht ernst, Mann. Aber das war doch nur scherzhaft gemeint. Oh Gott. Ach Gott! Das gibt's doch nicht. Boah! Oh Gott, ey. Das ist doch nicht ernst, ey. Ich wollte doch gerade ausweichen. Das ist doch... Das ist doch unmöglich. Oh Gott. Kann ich das eigentlich blocken? Ich glaube, kurzzeitig hätte ich das blocken können. Alter. So ein Scheiß. Egal. Wir durchsuchen ja hier gerade alles. Und
Wir haben jetzt Dual Rating. Was auch immer das Geheimnis voraus. Und dann Meister. Okay. Ein Geheimnis. Mhm. Das ist ja schon das Geheimnis hier. Oh, ein Rundschild. Oh, au, au. Ah. Hier. Es ist leicht handelig. Okay, ist nichts Besonderes. Lässt sich von dir sein nicht öffnen. Was? Oh nein. Sag bloß, da hätte ich. Okay, also ist hier eine Sackgasse. Ja. Okay. Das heißt aber auch, wir versuchen jetzt mal einen Boss zu legen. Na, wird witzig. Aber wahrscheinlich nicht im Dual-Mode. Ich glaube, das ist für... Ich bin einfach nicht eingeübt damit. Weil ich glaube, das könnten aber Leute machen, die so ohne Schild rumrennen. Einfach Dual-Welting. Wobei man dann natürlich hier mit dem... So hier natürlich mehr Schaden macht. Ne? Aber witzig ist es doch. Witzig ist es doch. Was ist denn, wenn ich die Waffe hier reinmache? Ich frage mich, ob man damit Leute einfrieren könnte. Und ich frage mich, ob ich nochmal zum Lagerfeuer gehe. Wobei, da komme ich gar nicht mehr hin. Da müsste ich wieder runterspringen. Ich muss meinen Flakon ja wieder voll kriegen. Und woran erkennt man, ob die extra Damage macht? Also die macht ja kein... Das ist ja das Witzige. Das steht ja nur in der Beschreibung, dass die sowas macht. Aber da steht ja nichts, dass die jetzt irgendwie Damage macht. In der Beschreibung steht das drin, ne? Hier. Es ist kälter erhöht und verursacht Erfrierungen. Ist halt die Frage, ob das dann beim großen Boss, der einen Haufen Schläge einsteckt, ob das dann was bringt. Bei so jemanden. Hallo, hier bin ich. Bist du so... Ja, endlich. So. Weil das ist ja, wenn der Gegner mich angreift, mit sowas wie Eisschaden, dann muss ich das ja auch erstmal so hochstecken. Und dann kommt das, glaube ich, zustande. Greif doch an. Man braucht jetzt halt nur zwei Schläge mit dem. Man kann das aber auch nochmal nach oben drücken. Den kann ich aber erstechen. Oder auch nicht. Oh oh. Ah, ah, scheiße. Okay. Oh, das kann zustechen, ist ja auch geil. Zustechen ist ja geil. Bam, lieg mir zu Füßen, du blödes Vieh. Ja, ich bräuchte aber mein Leuchtfeuer, weil ich kann doch keinen Boss besiegen. Mit 4000 Punkten konnte ich mit den 4000 Punkten was leisten? Ein Level? Ich weiß doch nicht genau, was für ein Level ich mir leisten soll. Ah, da ist bestimmt ein Boss drin, hundertprozentig. Wir gucken mal, na gut. Gehen wir nochmal zum Leuchtfeuer. Was bringt mir nichts, wenn ich jetzt hier mit einem Flakon und halbes Leben da reingehe? Das bringt nichts. Ich habe 4000. Kann ich mir vielleicht noch was upgraden? Die Frage ist, was? Ich habe irgendwie nicht so das Bedürfnis, irgendwas zu upgraden. Also ich weiß nicht genau, was. Bringt die eigentlich Seelen? 4425? 4425. Das bringt gar keine Seelen. What the fuck? Das bringt keine Seelen. Wie mies. So. Wir sind auch wieder Gegner. Zwei Seiten. Geil. Nicht dreimal hauen. Zweimal hätte gereicht. Und Stich. So. Schade, dass meine Waffe nicht stechen kann.
Macht so eine Drehung, ist ein bisschen schade. Das Stechen ist schon geil. Ich glaube wirklich, dass die Gegner dann erst eingefroren werden. Ja. Dass sie erst eingefroren werden, wenn man sie dann... Ah, ihr wisst schon. Mehrmals getroffen hat. So. Gucken wir mal, ob wir da jetzt mal schnell noch ein Upgrade machen können. Ich habe auch noch eine Titanscherbe bloß gefunden. Das wird nicht viel bringen. Da müssen wir wirklich mal rumkloppen und diese Viecher da alle umschlachten da. Aber da habe ich tatsächlich mal ein paar gefunden beim Loot. Gerade die ersten Gegner. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Haben wir nicht eine neue bekommen? Fällt mir gerade auf. Wir haben doch eine neue in unseren Dienst reinbekommen. Ich glaube, ich mache tatsächlich mal Ausdauer. Es muss einfach mal höher gemacht werden. Weil ich immer noch nicht genau weiß, wann das höher geht. Also wie viel das hochgeht. Und dieser scheiß Ring. Lass uns mal die suchen. Wir haben uns doch hier eine noch befreit gehabt. Muss doch jetzt hier irgendwo leben. Hier ist unser Dieb. Okay. Da ist unser Magier. Dem, 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 dem. Also ist ein Sackgasse, ne? Ah, shit. Er braucht schon einen Magier. Ich brauche keinen Magier. Also es ist vielleicht ein bisschen schade, wenn man dann einige Sachen des Spiels nicht so mitbekommt. Aber ich weiß nicht. Ich mag Magie nicht so. Ich bin nicht so der Magier-Freund. Da hinten. Ist sie das? Oh, Champion of Ash. Welcome back. I was not meant to be a firekeeper, but I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. Okay. Oh, hier kann man Sachen kaufen. Ein Ring erlaubt Einstimmen. Zusätzlicher Zauber. Ja, immer nur so Zauberzeug. Stellt TP vom Wirken und Umgebung. Aber das ist schon ganz gut, eigentlich so Heilzeug zu machen, theoretisch, weil da kann man anscheinend sich auch heilen. Aber benötigte Attribute. Ich kann anscheinend gar nicht zaubern. Ich habe die Attribute gar nicht dafür. Nein. Ich würde sprechen. You know, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales and more. Oh, only I cannot see. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. Oh. Have a pleasant journey, in Champion of Ash. I pray for your safety. In Blindenschrift will sie was haben. Ach. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, ja. Ich meine, das Geile an Dark Souls ist ja eigentlich, dass man das Spiel mehrmals spielen kann. Man kann verschiedene Durchgänge machen, dass man auch einfach Magier ist oder bla 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 Gedöns. Ja. Das geht alles. Okay, dann reisen wir mal dahin. Genau, da lohnt sich's nicht. Wir müssen dahin. Okay, versuchen wir mal dieses Ding da zu machen. Wie heißt denn das? Dieser riesige Kampfraum. Das wird bestimmt ein riesiger Boss sein. Du brauchst nicht so einen riesigen Raum für so ein kleines Vieh. Ja, also dieser Ritter ganz am Anfang, der allererste Boss, den wir da gehauen haben, der hatte auch nicht einen riesigen Raum.